Guten Abend, hier ist Utopie TV. Wir hätten gerne eine Stellungnahme zu den aktuellen Zuständen in der Ukraine. Können Sie uns da weiterhelfen? Dankeschön. Ja? Ja, einen schönen guten Tag. Hier ist Utopie TV. Wir hätten gerne eine Stellungnahme vom ukrainischen Konsulat zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Ist das möglich? Warten Sie bitte einen Moment. Ja, danke schön. Mittlerweile sind schon mindestens 6 oder 7 Minuten vergangen und das Licht im Flur ist ausgegangen. Das war eben noch an. Es ist natürlich noch jemand in dem Gebäude. Die Lichter sind noch an. Jetzt geht das Licht wieder an. Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Ja, da tut sich doch. Ah, jetzt kommt jemand raus. Schönen guten Abend. Wir hätten eine Frage. Können Sie uns eine Stellungnahme geben zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine? Wir würden gerne wissen, was in der Ukraine los ist, weil es überschlagen sich die Ereignisse. Welche Zeitung? Es ist keine Zeitung, wir sind ein Independent-Media-Kanal, nennt sich Utopie TV. Verstehen Sie, wir können jetzt keine Meldung geben. Ja? Das ist eine Kompetenz von in erster Linie Außenministerium und zweiter Linie Botschaft der Ukraine in Berlin. Ja. Das ist nicht unsere Kompetenz. Wenn Sie brauchen diese Information, wenden Sie bitte an diese zwei. Ja. Und benutzen Sie diese zwei Möglichkeiten. Gut, was ist dann Ihre Kompetenz als konsularische Bereiche, nicht politische. Nicht politische. Ja. Haben Sie eine persönliche Meinung dazu, was dort gerade passiert vor Ort? Persönliche Meinung kann ich nicht bei der Arbeit äußern, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Aber haben Sie jetzt gerade die Arbeit verlassen oder Sie sind ja hier auf der Straße? Da können Sie ja jetzt, wenn Sie möchten, eine persönliche Meinung haben. Wenn Sie brauchen unseren Kommentar, wenden Sie bitte offiziell. Offiziell, ja. Wenn Sie brauchen, kein Problem. Sie können mit unserem Chef zusammentreffen und die alle Themen besprechen. Ja. Aber nicht so draußen und am Ende des Tages, verstehen Gut. Sie? Sie können per Post schicken. Sie brauchen ein Gespräch. Ja, Sie können Interview. Immer mit dem Generalkonsul zusammentreffen und alles besprechen. Wir sind immer geöffnet. So viele Leute kommen zu uns, ukrainische Leute mit Plakaten, als Demonstranten. Wir sprechen mit diesen Leuten, wir verstehen ihre Position und wir schicken diese Position nach unserem Zentrum, nach Außenminister und alles klar. Also hier in Hamburg haben sich schon Demonstranten gemeldet? Es war schon dreimal. Alle diese ukrainischen Leute haben in Polizei gemeldet, dass sie werden. Alles war offiziell, alles war in Ordnung und keine Probleme für uns und für die Polizei auch. Wir haben offizielle Brief nach Zentrum geschickt. Das ist auch mein Elektroschutz drauf.